Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich spiele Forza Horizon 2 auf der Xbox One. Und ja, die von euch, die was wie ich Gamertag-Punkte spielen, die meisten würden jetzt sagen, oh, braucht's gar nicht. Ja, Quatsch. Ist halt so, macht euch mal die Mühe und schaut euch Forza Horizon 2 an auf der 360 und dann auf der One. Da trifft dich der Schlag. Also die One wird mir immer lieber. Die Grafik ist nur brutal. Wenn man das vergleicht mit dem anderen Spiel, auf der 360 ist einfach nicht nur von der Grafik, sondern es ist einfach ein ganz anderes Spiel. Aber naja, das dazu. Wir spielen, wie gesagt, Forza Horizon 2. Wir zeigen euch, das ist einmal der Semtex Wookie, das bin ich, und der Taktlos Wookie. Wir zeigen euch einen guten Allrounder für Forza Horizon 2. Sehr beliebt, sehr begehrt, also auch im Teil davor. Eins der fast besten Autos, nicht der schnellsten, aber eins der besten für Kurven, für alles. Also den kannst du wirklich für alles nehmen. Wir zeigen euch jetzt dann auch zum Einstellen, ja, was das Einstellen betrifft, wie fürs Driften und so weiter. Das macht alles der Taktlos Wookie. Und ja, wenn ihr den Nissan Skyline GTR 35 Black Edition gekauft habt, das sind so um die 100.000, glaube ich, und ihr ihn upgradet auf die höchste Stufe auf X. Ich dachte immer, wenn du die höchste Stufe gekauft hast für das Tuning, dass da alles drin ist. Ja, Pustekuchen, kontrolliert die Einstellungen. Meistens fehlen da ein Haufen Teile, wo das Auto nachher noch besser macht, wo noch was rauskitzeln könnt. Und ja, wie gesagt, die Teile kontrollieren, schauen, ob alles drin ist, und wenn nicht, wenn genügend Geld da ist, einfach kaufen und reinmachen. Also der GTR ist echt nicht schlecht. Wir werden auch gleich nach dem Einstellen mal zum Flughafen fahren. Das ist eine ganz lange Gerade mit einem Blitzer, da könnt ihr schon schauen, wie er fährt, wie er geschwindigkeitsmäßig und so weiter. Ich habe im Vorfeld schon ein Video gemacht über Wheelspin und Boni, auch mit dem Auto, auch auf dem Flughafen. Da kriegt ihr unendlich Wheelspin, unendlich Boni, je nachdem wie ihr Lust habt. Schaut euch das an, und ja, ist ganz hilfreich. Wie gesagt, das ist nicht der schnellste, aber einer der besten auf jeden Fall. Also er kann ganz leicht überall mithalten. Und ja, das dazu. Noch was Kleines anderes vorweg. Ich habe eine kleine Community, die heißt Freaks on YouTube. Da können Neuanfänger oder Anfänger von YouTube, so wie ich einer bin, sucht die Community. Ihr könnt es auf meiner Seite entnehmen, glaube ich. Wenn nicht, dann schreibt es mir, dann gebe ich euch eine Nachricht, wo ihr das findet. Und da können Anfänger auf YouTube ihre Videos hochladen. Wir unterstützen uns gegenseitig mit Leuten, die was bei uns dabei sind. Commander Krieger ist bei mir in der Community. Er meldet sich zwar leider nicht so oft, ist ja auch klar, hat viel zu tun, aber das zeigt, wer alles da ist. Und viele Anfänger sind auch noch da, die was schon weiter sind wie ich und die was mit Tipps und Tricks Rat zur Seite stehen können. Und wir kommentieren unsere Videos gegenseitig, und ja, das hilft ein bisschen. Wie macht man was besser? Zum Beispiel, ich habe im Vorfeld gar nicht so viel gemacht mit Mikrofon. Seit kurzem mache ich Mikrofon. Ich höre mich nicht allzu scheiße an. Ja, wenn das so sein sollte, tut es mir leid, aber das ist halt so. Und ja, jetzt sind wir gerade beim Einstellen. Ich bin mir sicher, dass das viele von euch schon können, aber falls es Probleme geben sollte oder ihr nicht wisst, welches Auto, nimmt den GTR zum Anfang, bis ihr ein anderes Auto kaufen könnt. Also jetzt momentan fahren wir mit dem Bugatti Veyron. Er ist ein bisschen hibbelig, was Kurven angeht, aber von der Höchstgeschwindigkeit
ein paar gerade Strecken drin sind, ist der nicht zum Schlagen. Also um die 440 fährt der ganz leicht, also der ist echt brutal. Aber wenn bald ein paar Kurven drin sind, ist er halt scheiße, aber was heißt scheiße, nicht normal, aber nicht so wie die GTR, wobei der GTR halt wieder Höchstgeschwindigkeit fehlt. Aber mit dem Bugatti Veyron könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Freunde habt, die was eure Blitzer immer überbieten, nehmt den Bugatti Veyron und dann ist mit dem Überbieten vorbei, weil was Schnelleres gibt es einfach nicht. Das ist so. Ja, jetzt sind wir unterwegs zum Flughafen und wollen schauen, wie er fährt. Ah, das seht ihr jetzt schon auf dem geraden Stück hier den ersten Blitzer geschlagen. Und ja, wir fangen gerade erst an mit Forza Horizon. Der läuft ganz gut. Ja, das dazu. Und ja, was soll ich noch sagen? Besucht Freaks on YouTube. Schaut mal, ob ihr es findet. Das ist auf Google Plus. Und ja, einfach eine Anfrage stellen zum Beitreten der Community-Inhaber bin auch ich. Und dann könnt ihr da eure Videos hochladen. Sind alle willkommen, ob es PlayStation-Spieler sind, Xbox 360, Xbox One, was ihr wollt. Und dann werdet ihr da vorgestellt und dann klappt das eigentlich. Also so habe ich gemacht. Ich mache das jetzt auch erst seit kurzem und 81 Abonnenten sind jetzt nicht der Hit, aber ja, das dauert halt seine Zeit. Aber wenn ich überlege, wie lange ich bei 40 oder 50 Abonnenten rumgekrebst bin, das dauert halt ein bisschen. Und seit kurzem mache ich erst das mit dem Mikrofon, welches ich das Blue Yeti benutze. Und ja, das geht ganz gut. Das dazu, gerade den zweiten Blitzer geschlagen. Ja, probiert das einfach aus. Würde mich freuen, wenn ihr das Video noch ganz anschaut, wenn möglich. Wenn wir jetzt hinfahren auf dem Flughafen, dann machen wir, wie gesagt, auch das eine Video mit dem unendlich Wheelspin und den unendlich Boni. Da kannst du schon ziemlich früh für Level aufsteigen sorgen und dann geht das eigentlich ein bisschen leichter alles. Zum Beispiel, da kann man dann den Wheelspin gibt dann zum Beispiel, oder die Boni gibt dann zum Beispiel, dass man den Multiplikator bis 6 halten kann, mehr Geld und dass man für Online-Spielen, wenn man infiziert spielt, bis zu 2 Sekunden länger unsichtbar ist und so weiter. Da gibt es einen Haufen Zeug. Ja, schaut es euch an. Würde mich über einen Kommentar freuen. Kein Zwang, macht euch keinen Kopf. Schaut es euch an. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, es werden demnächst auf jeden Fall noch Videos folgen, wie man oder wie ich oder wir jetzt hat der Taktlos und ich die Videos oder das Spielen leichter machen kann, dass man sich ein bisschen leichter tut, weil wie oft hat man mit welchem Auto fahre ich und dann wird man vom Blitzer geschlagen oder er fährt in den Kurven scheiße oder ist zu langsam. Wir werden einfach hier ein paar Videos hochladen von ein paar Autos, die was gefragt sind, wo viele Leute fahren. Da ist der GTR einfach dabei. Der Bugatti Veyron. Wollt ihr ein Auto sehen, wo wir die Einstellung machen und dann schreibt es und dann kriegen wir das hin, glaube ich. Also, das war's von mir. Schaut es euch noch an. Ich wünsche euch noch was. Ja, viel Spaß noch. Euer Wookie. Ciao.